Transferhammer in der Handball-Bundesliga. Die Füchse Berlin verpflichten Marian Michalczyk von GWD Minden. Für die Grün-Weißen aus Minden ist der Abgang von ihrem Kapitän Michalczyk ein herber Schlag. Denn der junge Nationalspieler sollte weiter als Kapitän vorangehen und GWD Minden führen. Nun der Schock. Marian Michalczyk wechselt in die Hauptstadt zu den Füchsen. Man weiß, dass Bob Hanning gern junge deutsche Nationalspieler nach Berlin lotst. So tat der Füchsemacher das schon mit Steffen Veit und auch mit Simon Ernst. Letztgenannter wird auch der Grund für die Verpflichtung sein. Stefan Kretschmer, ab dem 01.01.2020 Sportdirektor bei den Füchsen, sprach im Sky-Interview davon, dass ihm Simon Ernst sehr leid tue, da dieser junge Handballer sich nun mit dem Karriereende beschäftigen müsse. Ernst und Michalczyk ähneln sich als Spielertyp sehr und Michalczyk würde in das Konstrukt Paul Drucks, Fabian Wiede und eben Michalczyk gut reinpassen. Brisant ist, dass GWD Minden den vorzeitigen Wechsel frühzeitig kommunizierte, ohne die Füchse Berlin zu informieren. Das Mindener Tageblatt berichtete, dass Bob Hanning sehr verärgert über die Herangehensweise in Person von Frank von Bern ist und gibt zu verstehen, dass von Bern nicht der Pressesprecher der Füchse Berlin ist. Ob sich die zwei Streithähne wieder vertragen, soll hier aber nicht die zentrale Fragestellung sein, sondern ob Marian Michalczyk die Verpflichtung ist, die die Füchse Berlin nach vorne bringt und die Füchse aus dem Mittelfeld der Handball-Bundesliga herausholen kann. Wie ist eure Meinung dazu? Ist der junge Nationalspieler in seiner Entwicklung schon so weit, um in der Hauptstadt ein zentraler Spieler zu werden? Interessant wäre es zu wissen, wie viel Anteil Stefan Kretschmer schon an dieser Verpflichtung von Marian Michalczyk hatte. Was ist eure Meinung? Schreibt in die Kommentare, wie ihr die Verpflichtung der Füchse Berlin von Marian Michalczyk findet. Das waren Handball-News auf Handballpuls. Lasst ein Like oder auch ein Abo da, falls euch das Video gefallen hat. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch das nächste Video anschaut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.